Vielen Dank, Herr Krüger. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Rock der Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Frau Kinkel, ich finde Sie sehr sympathisch. Ich nehme es jetzt nicht persönlich, was ich zu Ihrer Rede sagen muss. Aber das, glaube ich, ist wichtig, dass wir hier mal ein paar Fakten ins richtige Licht rücken. Ich möchte trotzdem noch mal einen kurzen Ausflug zu meinen Freunden von der Union machen. Das muss einfach hier an dieser Stelle gesagt werden. Wenn wir über Energiepolitik diskutieren, das haben wir im letzten Landtag ja hier ganz intensiv gemacht. Wir haben auch in der Energiepolitik im Wahlkampf intensiv gestritten. Und Sie, liebe Kollegen von der Union, haben sich ja auf die Position der Freien Demokraten sehr zubewegt. Sie haben 10H beschlossen. Sie wollten dem Windkraftausbau in unserem Land kritisch entgegentreten. Das, was Sie heute vorlegen, was im Koalitionsvertrag steht, was Sie mit den GRÜNEN auf den Weg bringen, ist genau das Gegenteil von dem, was Sie den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land versprochen haben. Genau das Gegenteil. Lieber Herr Kasseckert, wie kann man hier 10 Minuten reden, ohne einmal einen Ton dazu zu sagen? In Ihrem Main-Kinzig-Kreis brennt doch der Baum. Da sind die Bürgermeister, die Kommunen aus den Barrikaden wegen dem Ausbauirrsinn, der dort vorgesehen ist. Kein Wort an dieser Stelle. Und da fragt man sich, wie Sie Ihre eigenen Wahlaussagen, Ihre eigene Politik ernst nehmen und das, was Sie im Wahlkampf vertreten haben. Und es tut mir leid, Abgeordnete hier persönlich ansprechen zu müssen, aber liebe Frau Funken aus dem Odenwaldkreis, dass Sie hier eine Regierungsmehrheit haben, liegt daran, dass Sie klar Positionen gegen den Windenergieausbau im Odenwald bezogen haben. Darum haben Sie eine Regierungsmehrheit im Hessischen Landtag. Wo ist Ihr Rückgrat, dass Sie diese Politik der GRÜNEN verhindern in Hessen? Wo ist Ihr Rückgrat? Wo ist Ihr Rückgrat? Und darum will ich das jetzt auch noch einmal klar machen. Warum ist das denn die falsche Politik, und warum sollten Sie den GRÜNEN nicht auf den Leim gehen mit dem, was die Tag und Nacht zur Energiepolitik erzählen? Ich will es Ihnen einmal deutlich machen. Der Oberindikator, der wichtigste Indikator für erfolgreiche Klimapolitik, was könnte das sein? Herr Klose, Sie dürfen ja nicht. Aber was könnte das sein? Ich gebe Ihnen einen Tipp, es könnte der CO2-Ausstoß in Hessen sein. Der CO2-Ausstoß könnte der entscheidende Indikator sein, ob Klimaschutzpolitik, ob Klima-CO2-Vermeidung erfolgreich ist in Hessen oder nicht. Und jetzt nehme ich einmal eine Statistik aus dem Hessischen Umweltministerium, also genauer HMUKLV, die wunderbare Statistik. Diese Statistik zeigt den CO2-Ausstoß in Hessen. Und was sagt diese Statistik? Als Schwarz-Grün und die Freien Demokraten regiert haben, ist der CO2-Ausstoß in Hessen regelmäßig zurückgegangen. Regelmäßig zurück. Und seit Sie regieren, geht der CO2-Ausstoß in Hessen regelmäßig nach oben. Das sind einfach Fakten. Das ist Fakten Ihrer Politik. Frau Kinkel, Sie brauchen nicht den Kopf zu schütteln. Sie brauchen nur einmal in den Energiebericht der eigenen Landesregierung reinzuschauen. Da stehen die Fakten. Wahrscheinlich kriegen wir demnächst keinen mehr. Dann müssen Sie sich den Fakten nicht mehr stellen, Herr Al-Wazir, weil die Fakten sind eindeutig. Der CO2-Ausstoß in Hessen geht, seit Sie regieren, nicht zurück, sondern er steigt leicht an. Er steigt leicht an. Und dann erlauben Sie mir noch einmal, also ich sage es noch einmal, unter grünen Ministern ist der CO2-Ausstoß laut Ihren eigenen Zahlen zurückgegangen. Und seit Sie regieren, steigt er. Nur einmal, um das deutlich zu machen und die Rede von Frau Kinkel einmal ins richtige Licht zu rücken. Und zu dem, was Ihre Landesregierung hier gemacht hat in den letzten 5 Jahren und was Sie machen wollen, komme ich gleich. Nur 2 Worte zu der Kohlekommission. Die Kohlekommission. Wunderbar. Also die Kohlekommission, wenn man die Ergebnisse liest, man fühlt sich irgendwie in eine andere Welt versetzt. Da geht es um Planzahlen, da geht es um Preise, da geht es um Mengen. Da werden Vorschriften bis zu jede Kommune nach unten entwickelt, was eine Kommune künftig alles machen muss. Das erinnert ihn absolut an die staatliche Planungskommission des Ministerrats der DDR. So kommt einem die Planungskommission vor. Genauso. Ich verstehe das nicht. Die Kosten werden völlig unterschätzt. Die 40 Milliarden, das werden die Leute wieder über den Strompreis bezahlen. Bei den Kosten der Energiewende spielen ja 40 Milliarden auch gar keine Rolle mehr. Das wird so als Peanuts mal mit verbucht. Ich kann Ihnen nur sagen, das darf nicht Realität werden, weil eine der entscheidenden Fragen haben Sie ganz lapidar mit einem Satz ausgeixt, rausdefiniert. Sie schreiben dann da in dieser Kohlekommission, die Versorgungssicherheit soll grundsätzlich im Energiebinnenmarkt gelöst werden.
Also, die entscheidende Frage einer stabilen Stromversorgung in Deutschland, das soll der Energiebinnenmarkt lösen. Also, das kommt irgendwie vom Himmel. Und gleichzeitig hat die BDEW uns erklärt, dass alle europäischen Länder ihre Kapazitäten bei den Kohlekraftwerken senken. Alle europäischen Länder. Also, was passiert denn, wenn das alle machen wie wir? Dann ist das Licht aus. So einfach ist das. Und so einfach darf sich das deutsche Politik nicht machen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen, die Redezeit ist leider sehr knapp hier bemessen mit 10 Minuten zu diesem Thema. Ich will Ihnen nur einmal sagen, warum versagen Sie denn mit Ihrer Politik? Warum kommen Sie denn bei der CO2-Vermeidung mit diesem windrädischen Bau nicht voran? Sie können noch einmal 100 Windräder bauen. Es wird in der Energiebilanz des Landes Hessen so gut wie gar nichts ausmachen. Warum denn? Da kann ich hier noch einmal eine eigene aus dem Ministerium stammende Statistik hochhalten. Das liegt einfach daran, dass beim Endenergieverbrauch das, was Sie da machen, 2% ausmacht. Solar und Wind, Wind sogar nur 1,3. Und da können Sie noch einmal 10% erhöhen, da sind Sie immer noch bei 5%. Darum werden Sie beim Gesamt-CO2-Ausstoß nicht erfolgreich sein, wenn Sie nur auf dieses Thema setzen und jedes Mal glauben, Sie hätten etwas für den CO2-Ausstoß oder für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes getan, wenn Sie ein Windrad aufgestellt haben. Nein, Sie haben Natur vernichtet, Vertrauen bei den Bürgern kaputt gemacht. Beenden Sie diesen sinnlosen Ausbau von Windenergie, weil er am Ende beim Klimaschutz nur wenig bringt und die Kosten nicht rechtfertigt, die er in Hessen verursacht. Ich will mal die Themen Netzausbau, ich will mal die ganzen anderen Themen, da kommen wir bestimmt in der Legislaturperiode noch oft dazu. Nur vielleicht ein Sätzchen zum Netzausbau. Die Gesamtlänge der geplanten Leitung liegt Ende des ersten Quartals 2018. Deutschlandweit bei 5.900 km, die wir realisieren müssen. 5.900 km. Bis zum 31.03. waren insgesamt 150 km realisiert. 150. Im letzten Quartal waren es dann noch 8 km zusätzlich. Wie soll das funktionieren? Und wenn ich dann lese in Ihrem Antrag, Herr Albert, ist ja der von der Fraktion, wenn ich den Fraktionsantrag dann lese, wir sind mehr für Bestandsleitungen. Was heißt denn das? Rudern Sie da jetzt langsam zurück bei diesem Ausbau? Warum steht da, Sie sind mehr für Bestandsleitungen? Ist das das Echo auf den Wahlkampf, wo Sie schon gehört haben, dass da schon wieder Widerstand bei den Bürgern ist? Ist es das? Dann sagen Sie es doch auch deutlich, weil mit diesem Netzausbau, der ja hier so betrieben wird, können wir die Energiewende, wie Sie sie sich vorstellen, natürlich überhaupt nicht umsetzen. Das ist doch eindeutig. Aber jetzt noch einmal die Punkte Ihrer Landesregierung. Also das ist ja fast unfassbar, was Sie für Punkte reinschreiben. CO2-neutrale Landesverwaltung, ein Projekt, das die Freien Demokraten zusammen mit der Union 2008, 2009 auf den Weg gebracht haben. Dieses Projekt hat bis zu Ihrer Regierungsübernahme 50% Energie eingespart, CO2 vermieden. 50% CO2 vermieden, die klimaneutrale Verwaltung bis 2014 50%. Seit Sie das machen, seit Sie regieren, ist da gar nichts mehr passiert. Da ist gar nichts passiert. Dafür loben Sie sich hier, dafür, dass Sie nichts tun. Wenn ich das hier sehe, was Sie hier vorschlagen, wenn ich das Thema Wohnungsbauoffensive sehe, das Land hat einmal gesagt, wir wollen 2,5 bis 3% als Zielmarke für die Sanierung im Bestand. Also wie schnell Häuser neu saniert werden, um Energiestandards zu verbessern. Das heißt, 1% würde bedeuten, 100 Jahre sind die Häuser saniert, 2% 50 Jahre. Nur mal, dass man das so ein bisschen. Hier hat die Landesregierung mal vorgegeben, 2,5-3% ist eine Zielmarke, die wir haben. Dann schreibt Tarek Al-Wazir in seinem Energiebericht rein, schon nur noch 2,5%. Sie im Antrag sind schon nur noch bei 2%. Aber eine Idee, wie Sie das machen wollen, haben Sie gar nicht. Haben Sie gar nicht. Außer Wohnen teurer zu machen. Haben Sie gar nicht. Gibt es auch keine Initiative, gibt es überhaupt nichts. Sie haben übrigens auch die Marke von 1% gerissen im mittelfristigen Durchschnitt in Ihrer Legislaturperiode. Da haben wir sozusagen, sind wir im Standard der Sanierung unter dem Schnitt in Deutschland. Unter dem Schnitt in Deutschland. Also da haben Sie nichts vorzuweisen. Das Schlimmste finde ich noch den Bereich Patente, Innovation, Forschung. Wenn Sie das angucken, in unserer Regierungszeit die Anzahl der Patente anschauen und dann die Patente in Ihrer Regierungszeit anschauen, Herr Al-Wazir. Eine Reduzierung der Patente im Energiebereich regenerative Energien um 52%, Herr Al-Wazir. 52% weniger Patente in dem Bereich.
und Sie haben die Forschungsmittel gekürzt zugunsten von neuen Flyern Ihrer komischen Werbeagentur für die Energiewende. Bunte Bilder sind keine Energiewende. Es ließe sich noch so viel sagen, was diese Landesregierung nicht macht und was sie schlecht gemacht hat und was Sie hier immer wieder als Erfolg verkaufen, was sich nicht darstellen lässt. Ich halte es noch einmal hoch. Der CO2-Ausstoß muss der entscheidende Indikator für die erfolgreiche Energiewende sein und sonst nichts. Der CO2-Ausstoß. Wie wir das hinkriegen mit minimal viel Geld, mit maximalem Nutzen, das muss doch unser gemeinsames Ziel sein. Was Sie machen, sind bunte Broschüren, den Leuten Sand in die Augen streuen, aber fürs Klima, für ein besseres Klima tun Sie nichts, höchstens für ein schlechteres Klima hier Herr politisch. Herr Bock, es ist eingetreten. Vielen Dank, Herr Rock. Ich dachte, Sie setzen noch zu weiteren Ausführungen an. Deswegen, Entschuldigung. Als Nächstes hat sich Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit mehreren Wochen geht die Fridays for Future-Bewegung um die Welt. Ausgehend von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg protestieren immer mehr junge Menschen jeden Freitag für ein entschlossenes Vorgehen gegen den menschengemachten Klimawandel, auch hier in Hessen, in vielen Städten. Wir unterstützen diesen wichtigen Protest der Schülerinnen und Schüler. Wir wünschen Ihnen einen langen Atem, und wir wünschen Ihnen vor allem Erfolg bei Ihrem Anliegen. Die schwarz-grüne Koalition hat heute beantragt, dass wir den Abschlussbericht der Kohlekommission der Bundesregierung loben und würdigen. Das können wir als LINKE leider nicht, denn dafür ist die Lage viel zu dramatisch, und die Vereinbarungen gehen nicht einmal annähernd weit genug, auch weil ein Kohleausstieg bis 2038 einfach viel zu spät ist. Der von der Regierungskommission skizzierte Weg zum Kohleausstieg reicht nur nicht aus, um die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Diese noch nicht einmal ausreichenden Schritte müssen ja auch noch praktisch umgesetzt werden. Und da kommt hinzu, dass die Kommission ja selber nur einen beratenden Charakter hat und der Abschlussbericht an vielen Stellen aus sehr unkonkreten und weichen Kompromissformulierungen besteht, in die sich sehr viel reininterpretieren lässt und die vor allem auch die eine oder andere Hintertür offen halten. Und wie leicht es ist, in der Vergangenheit ein selbstgestecktes Ziel einfach mal nebenbei abzuräumen und unter den Tisch fallen zu lassen. Das haben wir beim Klimaziel 2020 der Bundesregierung gesehen, was mit mutigen Schritten durchaus erreichbar gewesen wäre. Aber dieses Klimaziel 2020 ist in den Sondierungsgesprächen zur Großen Koalition einfach einmal aufgegeben worden. Deshalb haben wir auch hier das Problem, dass viele Vereinbarungen, die jetzt hier getroffen worden sind, beratend sind, Empfehlungscharakter haben und eben auch windelweich sind. Die Kohlekonzerne haben hinzukommend auch noch einige Sauereien mit eingebaut, in den Kompromiss mit reinverhandelt. RWE und Co. wollen Entschädigungen für ihnen möglicherweise entgehende Profite. Wenn man sich überlegt, dass bis 2030 einige Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, die wegen ihres Alters sowieso hätten abgeschaltet werden müssen, dann frage ich mich schon, warum bitte schön gibt es denn dafür noch Entschädigungen? Das ist doch wieder nur der Versuch der Kohlelobby, noch ihren Ausstieg jetzt zu versilbern, meine Damen und Herren. Jeder Euro, den wir jetzt in diese Abwrackprämien für Kohlekraftwerke stecken und den Kohlekonzernen hinterherwerfen, die wären sehr viel besser investiert in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in einen Ausbau des Netzes. Aber auch die ungerechten Strompreisprivilegien für die Industrie sollen noch ausgeweitet werden. Das sind die Probleme, diese Ungerechtigkeiten, die dadurch entstehen. Das alles ist eben überhaupt nicht ausreichend, um die Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen. Statt die Hindernisse auf dem Weg zu einer vollständigen Energiewende endlich aus dem Weg zu räumen, werden politisch noch neue geschaffen. Das ist die Neufassung des im Grundsatz ja so erfolgreichen Erneuerbaren Energiengesetzes, wo die Große Koalition im Bund den Ausbau der erneuerbaren Energien erschwert, gerade durch die Ausschreibungspflicht in kleineren Projekten schadet. Die Deckelung
der Förderung des Ausbaus von Wind- und Solarstrom, die müssen doch weg, weil es ist doch nicht so, dass wir das Problem hätten, dass die Energiewende zu schnell vorwärts schreitet. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind zu langsam mit der Energiewende, und deswegen müssen die Bremsklötze raus und das EEG nicht immer weiter verschlechtert werden und die Energiewende nicht immer weiter ausgebremst werden, meine Damen und Herren. Und natürlich geht es auch darum, dass wir in Hessen unsere Hausaufgaben machen, wenn man die Klimaziele irgendwie erreichen will. Wir importieren unseren Strom derzeit primär aus dem Rheinischen Kohlerevier, und auch Staudinger verheizt immer noch Importkohle. Und, Frau Kinkel, da hat bundesweit, also auch in Hessen, hat sich der Windkraftzubau in 2018 verlangsamt. Der Zuwachs hat sich verlangsamt, und dass Hessen im Ranking hochgegangen ist, liegt daran, dass der Rückgang in Hessen geringer war als in den anderen Ländern. Und ich finde, darauf kann man wirklich nicht stolz sein. Das können doch nicht wirklich die Ziele der Landesregierung sein. Und im Ländervergleich der Agentur für erneuerbare Energien aus dem letzten Sommer hat Hessen beim Stand der Energiewende den drittletzten Platz belegt. Hinter uns waren nur noch das Saarland und Berlin, den drittletzten Platz, und das, obwohl wir zwei grüne Minister hatten, die dafür verantwortlich waren in den letzten Jahren. Das hättet ihr genauso gut hingekriegt, René Rock, das hätte die FDP sicher genauso gut hinbekommen auf den drittletzten Platz. Schlimmer hättet ihr es nicht machen können. Und da hilft, und das liegt aber auch an den bundesweiten Problemen und am EEG und den Verschlechterungen, das liegt aber auch an hessischer Politik. Und, lieber René Rock, da will ich schon sagen, also so etwas wie die Mindestwindgeschwindigkeiten auf Landesebene. Ich meine, hier wurde jetzt gerade Reden gehalten über die Bürokratisierung und die Planwirtschaft. Also ich will nur sagen, das war ein FDP-Minister, der Mindestwindgeschwindigkeiten für den Windkraftausbau festgeschrieben hat. Da war keine Rede davon, das regelt der Markt, sollen ja auch die Investoren selber entscheiden. Also von daher, hier jetzt gegen Planwirtschaft zu polemisieren, um von der eigenen Planloswirtschaft der letzten Jahre abzulenken, ist auch nicht ganz sauber, weil die FDP jetzt wirklich die Energiewende in Hessen sicher nicht vorangebracht hat, meine Damen und Herren. Und da hilft es eben auch nicht, wenn man im Antrag jetzt über die CO2-neutrale Landesverwaltung die lobt. Ja, das ist sinnvoll, aber der Anteil der Landesverwaltung am CO2-Ausstieg ist nun einmal nicht besonders groß. Ich sage einmal so, ein nicht ausgebauter Flughafen und die Deckelung der Flugbewegung hätte eine größere Wirkung vermutlich als die CO2-neutrale Landesverwaltung. Die Energiewende erfordert auch ein intelligentes Stromnetz. Dynamisch und dezentral muss es sein. Und die aufwendigen Bypässe, über die wir jetzt diskutieren, die sind einfach nicht zukunftsträchtig. Ob das Ultranet ist mit der neuen Leitung vom Rheinischen Kohlerevier zum AKW Philippsburg in Baden-Württemberg, das Ende des Jahres endlich abgeschaltet werden soll. Diese Netzstrukturen festigen doch die zentralistische Kraftwerkstrukturen. Und viel wichtiger und sinnvoller wäre es, eine Erweiterung des Verteilnetzes zu haben, damit eine dezentrale und demokratisierte Energieerzeugung ermöglicht wird, weil die erneuerbaren Energien natürlich dezentral sind. Und durch diese Leitungsstruktur festigen wir doch nur die zentralistischen Erzeugungsstrukturen, die letztlich den großen Konzernen nutzen, meine Damen und Herren. Und es gibt ja viele gute Beispiele von Bürgerenergiegenossenschaften, von Solarkraftwerken auf öffentlichen Gebäuden. Solche Beispiele gibt es viele in Hessen. Sie zeigen den richtigen Weg. Wir dürfen uns bei der Energiewende eben nicht auf die großen Konzerne verlassen. Ganz im Gegenteil, wer die Energiewende will, der muss diese Konzernstruktur eben auch infrage stellen, weil die großen Konzerne ja überhaupt kein Interesse daran haben, ihr bisheriges Geschäftsmodell schnell aufzugeben. Die Kraftwerke sind alle abgeschrieben, erst recht jetzt, wenn man ihnen noch viel Geld obendrauf legt an Steuergeld. Deshalb muss die Energiewende von unten geschehen. Sie muss lokal, vor Ort und demokratisch umgesetzt werden in Genossenschaften und in Bürgervereinen, in öffentlichen Stadtwerken, in der öffentlichen Hand. Weil dann ist die Aufgabe konkret, und dann ist auch eine demokratische Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern möglich. Das ist bei einem Aktienkonzern, eher bei einer Aktiengesellschaft, eher schwierig, wie wir alle wissen. Und dabei die Menschen zu unterstützen, das muss die Aufgabe sein.
Natürlich müssen endlich sinnvolle Speichermöglichkeiten geschaffen werden. Auch hier ist es den Privaten offensichtlich nicht profitabel genug. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch in dem Bereich Speichertechnologien hier voranzugehen. Und natürlich müssen die unflexiblen Kohlekraftwerke vom Netz, weil das ist doch gerade das Problem. An den Tagen, wo die erneuerbaren Energien so viel Energie, so viel Strom produzieren, dass sie das komplett tragen könnten, haben wir die unflexiblen Kohlekraftwerke, die die Netze blockieren, weil natürlich Kohlekraftwerke unflexibel sind. Deswegen brauchen wir für die Übergangszeit hochflexible Gaskraftwerke. Aber Kohle ist keine Ergänzung zu den erneuerbaren Energien, weil Kohlekraftwerke die erneuerbaren Energien ausbremsen, statt eine sinnvolle Grundlastergänzung dazu zu sein. Und dann diskutieren wir über die Bezahlbarkeit. Und natürlich ist die Bezahlbarkeit von Energie und von Strom eine ganz wichtige. Aber da muss man natürlich auch sehen, dass die milliardenschweren Subventionen für Kohle und Atom überhaupt nicht eingepreist waren, sondern das sind eben Gelder, die Mittel, die aus Steuergeldern einfach so bereitgestellt wurden. Und das war vollkommen selbstverständlich. Und die Kosten des Klimawandels, wenn man darüber nachdenkt, die lassen sich ja gar nicht beziffern. Und deswegen teurer als die Energiewende ist keine Energiewende und ein Fortschreiten des Klimawandels. Und deshalb finde ich auch, dass die Kohlelobby und ihr parlamentarischer Arm dann immer die Energiekosten anführt, um gegen die erneuerbaren Energien zu polemisieren. Sonne, Wind, Biomasse, das sind alles Primärträger, die kostenfrei sind und die nicht erst aufwendig und unter schlimmsten Bedingungen abgebaut werden müssen. Und deswegen sind die erneuerbaren Energien kein Preistreiber, sondern sie machen die Energieerzeugung, machen sie um einiges günstiger. Und deshalb ist die Bezahlbarkeit, die angeblich teure die teuren erneuerbaren Energien überhaupt kein Argument, um die Energiewende auszubremsen, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Der Kampf um Klimagerechtigkeit steht am Anfang. Wir müssen über die Frage der Verkehrswende reden. Wir müssen über die Frage reden, wie man die Energiewende voranbringt. Wir sind solidarisch mit den Aktivisten im Hambacher Forst, die ein großartiges Zeichen gegen RWE gesetzt haben. Und zuletzt Naomi Klein hat einmal gesagt, wir müssen uns entscheiden, was wir retten wollen, das Klima oder den Kapitalismus. Wir als LINKE wären für Ersteres. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ende Januar hat die sogenannte Kohlekommission ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und bei allen Diskussionen im Detail, es ist ein historischer Schritt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland auf den Weg zum Ausstieg aus der Verstromung von Kohle macht. Und es ist, wie ich finde, eine gute Nachricht, auch wenn natürlich viele Herausforderungen damit verbunden sind. Und natürlich stellt sich für uns auch die Frage, ob dieser Einstieg in den Ausstieg alleine ausreicht, um das Zukunftsproblem in den Griff zu bekommen, weil ja, es geht nicht nur um den Strom, es geht auch um die Frage der Wärme und es geht auch um die Frage der Mobilität. Aber es ist unstreitig, dass die Kohleverstromung einen riesigen Beitrag auch zur CO2-Bilanz der Bundesrepublik Deutschland geleistet hat und dass es richtig ist, dass wir da jetzt schrittweise aussteigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe ja eigentlich gedacht, in der ersten Sitzung, in der ersten vollen Plenarwoche der Legislaturperiode könnte man mal vielleicht einen Gang runterschalten. Aber ich stellte fest, dass René Rock noch die alte Platte aus dem Wahlkampf auf der Tonspur hat. Lieber Kollege Rock, also erstens, ich wollte eigentlich am Anfang nicht so hart sein, aber wenn ich mal so schaue, was wir so diskutiert haben, wie wir im Wahlkampf so miteinander diskutiert haben, also der FDP hat jetzt nicht sonderlich geholfen. Dafür klatschen Ihnen jetzt andere zu. Und vielleicht sollte Sie das zum Nachdenken bringen, ob Sie auf der richtigen Spur sind. Und das Zweite ist, sagen, ich bin jetzt mal ein bisschen vielleicht schlicht, aber vielleicht muss das ja an dieser Stelle, ja, wo kommt denn bei Ihnen eigentlich in 100 Jahren der Strom her, Herr Rock? Wo kommt bei Ihnen in 100 Jahren der Strom her? Kohle ist endlich, Öl ist endlich,
Uran ist endlich bzw. in Wiederaufarbeitung mit unfassbaren Risiken verbunden. Wo kommt bei Ihnen der Strom her? Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich das einmal, Stichwort ganz ideologiefrei betrachtet, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Wir können uns höchstens um die Geschwindigkeit der Energiewende streiten, aber nicht über die Energiewende als solche. Vielleicht hilft das, wenn man das am Anfang der Legislaturperiode einmal so sagt. Und natürlich ist klar, das wissen Sie auch. Aber ich finde, auch in Zeiten von Donald Trump und alternativer Fakten glaube ich weiterhin an die Vernunft. Deswegen sage ich Ihnen, natürlich hilft das in Hessen, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, auch für die CO2-Bilanz, weil wir ein Stromimportland sind. Die Hälfte des Stroms, der in Hessen verbraucht wird, wird nicht in Hessen erzeugt. Das heißt, je mehr Strom wir selbst erzeugen, erneuerbar erzeugen, umso weniger Kohlestrom kommt aus Nordrhein-Westfalen. Das sieht man dann nicht auf der hessischen CO2-Bilanz, aber es hilft dem Klima, weil das ist global, Herr Rock. Und deswegen finde ich, an dieser Stelle sollte man wenigstens am Beginn einer Legislaturperiode einmal über die Frage diskutieren, ist es noch möglich, sich jenseits sozusagen der Wahlkampfreden auf Fakten zu verständigen. Ich glaube weiterhin daran, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich gehört zu den Herausforderungen, die da jetzt vor uns liegen, dass wir nicht einfach nur aussteigen können. Wir müssen das System umbauen. Nach der schrittweisen Abschaltung der Atomkraftwerke werden die Kohlemeiler folgen. Das heißt, wir brauchen mehr Wind- und Solarkraft. Wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr Energieeffizienz, weil auch eine verschwendete erneuerbare erzeugte Kilowattstunde ist eine verschwendete Kilowattstunde. Deswegen ist die Energieeffizienz ganz, ganz wichtig in dieser Frage. Wir müssen auch zusätzliche Stromleitungen haben, um die unterschiedlichen Erzeuger, die unterschiedlichen Regionen, Speicher, sozusagen zu vernetzen, um die Versorgungssicherheit an dieser Stelle sicherstellen zu können. Und das ist anstrengend. Ausdrücklich die Energiewende, die fortschreitende Digitalisierung, eben auch der Kohleausstieg ist äußerst komplex. Das ist eine Herausforderung. Die hat vielfältig vernetzte gesellschaftliche, ökonomische, ökologische und technologische Dimensionen, erfordert daher Lösungsstrategien, die auf einen möglichst breiten Konsens der Akteure aufsetzen müssen. Und vor diesem Hintergrund, auch wenn man aus unterschiedlichen Blickwinkeln unterschiedlich zu bestimmten Vorschlägen der Kohlekommission stehen kann, ist es eine gute Nachricht, wenn eine Kohlekommission übergreifend mögliche Wege zu einer sozialverträglichen, ökologisch nachhaltigen und ökonomisch tragfähigen Transformation der Energieerzeugung in Deutschland aufzeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, Herr Kollege Grüger, ich werde dem Herrn Altmaier, übrigens am Freitag ist er ja bei uns zu Gast, natürlich auch über die Frage diskutieren, was das denn in den nächsten Jahren bedeutet, wie das vonseiten der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag in Gesetze übersetzt werden muss. Und ja, da gibt es unterschiedliche Interessen in ganz Deutschland. In diesem Zusammenhang muss ich aber auch einmal sagen, liebe Kollegin Wissler, mit das größte Problem bei den Verhandlungen war die rot-rote Regierung in Brandenburg. Mit das größte Problem. Und wenn Sie sich einmal anschauen, dass die beispielsweise in den Bundesrat eingebracht haben, einen Vorschlag zur Veränderung des 35-Baugesetzbuchs, Stichwort Privilegierung von erneuerbaren Energien im Außenbereich, dann finde ich, sollte man an Ihrer Stelle den Mund nicht so voll nehmen. Das will ich ganz freundlich sagen. Wir haben an dieser Stelle unterschiedliche Interessen. Und es ist völlig klar, dass Brandenburg, dass Sachsen-Anhalt, dass Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle, was die Zukunft der Kohle angeht, andere Punkte im Auge haben als Hessen. Das ist völlig logisch. Und jetzt kommt es darauf an, daraus am Ende eine vernünftige Politik zu machen. Wir jedenfalls arbeiten daran, und ich hoffe, dass es uns jenseits der Ideologie auch gelingt. Weil ich will das ausdrücklich sagen, wir sind in Hessen kein Kohleland mehr. 2003 wurde die letzte Braunkohle in Hessen gefördert aus einer nordhessischen Zeche. Das war übrigens Hirschberg bei Großalmrode. Wir haben im Oktober 2003 die letzte Tonne nordhessischer Braunkohle
an das Heizkraftwerk Mittelfeld in Kassel. Da wurde sie verstromt. Insofern hat das Ende der Kohleverstromung erst einmal keine unmittelbaren Auswirkungen auf Hessen. Aber natürlich sind wir von diesen Strukturveränderungen, die damit verbunden sind, auf jeden Fall betroffen und müssen uns Gedanken machen. Stichwort Strom und Kohle und die Frage, was hat das für unseren CO2-Ausstoß für Folgen? Wir haben noch ein großes Kraftwerk, das rein zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Das ist Staudinger, das ist Großkrotzenburg, also bei Hanau. Die anderen Kraftwerke sind eher wärmegeführt, also laufen in Kraft-Wärme-Kopplung, sind vor allem im Winter an. Wenn man sich das insgesamt betrachtet, dann stellen wir fest, dass von dem Strom, der in Hessen verbraucht wird, um die 10% in Hessen mit Kohle erzeugt wird. Aber umso dringender ist es, dass wir uns ebenfalls Gedanken machen über die Frage, wo kommt in Zukunft der Strom her und wie schaffen wir das, so wie das in dem Antrag steht, Versorgungssicherheit, Umweltfreundlichkeit, Klimafreundlichkeit und Bezahlbarkeit im Griff zu behalten. Ich will das ausdrücklich sagen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auch Gedanken über das Geld gemacht. Natürlich, das ist, wenn man ein System umbaut und an bestimmten Punkten auch bestimmte Punkte dann parallel hat, eine Frage, wie man am Ende das für die Endverbraucher bezahlbar hält. Ich will das ausdrücklich sagen. Ich habe, Herr Rock, lange von Ihnen nichts mehr über die EEG-Umlage gehört. Die ist nämlich seit 3 Jahren stabil und in den letzten 2 Jahren leicht gesunken. Gleichzeitig haben wir Herausforderungen, was den Netzkosten angeht. Auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall. Deswegen, wenn Sie den Koalitionsvertrag sich betrachten, stellen Sie dort fest, dass wir beispielsweise den Vorschlag gemacht haben, auf Bundesebene mal über die Frage ernsthaft zu diskutieren, wie wir uns als Landesregierung dafür einsetzen wollen, dass wir die Stromsteuer abschaffen. Die ist vor 20 Jahren eingeführt worden. Da waren 95% des Stroms Atom- und Kohlestrom. Inzwischen sind 40% erneuerbarer Strom, sozusagen ein Preissignal bei den Kilowattstunden. Ja, sehen Sie, das ist der Unterschied, Herr Rock. Wir sehen halt, wenn sich etwas verändert, und passen dann die Maßnahmen an und halten nicht immer nur die gleichen Reden. Das ist genau der Unterschied. Aber so, Gleichzeitig haben wir an dieser Stelle die Stromsteuer, 2 Cent ungefähr die Kilowattstunde, die jedenfalls in diesem Bereich als Preissignal nicht mehr nötig ist. Jetzt wissen wir auch, dass das unterm Strich 7 Milliarden € ungefähr ausmacht und dass man dann im Bundeshaushalt eine Antwort geben muss, zu sagen, wie man das Ganze finanziert. Aber ich glaube, wenn man wirklich über die Frage nachdenkt, wie man Versorgungssicherheit, Umweltfreundlichkeit und Bezahlbarkeit herstellt, dann gibt es durchaus kreative Lösungen, die nicht immer bedeuten, dass man das erzählt, zu sagen, was man immer schon erzählt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen will ich noch einmal zur Frage der Erneuerbaren in Hessen sagen. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich sehe das. Wir haben in Hessen es geschafft, Mitte 2018 bei 22,5% zu sein. Das ist fast die Verdoppelung, aber das war Mitte 2018. Das heißt, wir werden sehen, wenn das Gesamtjahr da liegt, ob wir an die 25% herangekommen sind. Wir sind beim Bau neuer Windenergieanlagen im Jahr 2018 erstmals auf den 4. Platz der Bundesländer geklettert. Dennoch gibt es Grund zur Sorge, Frau Wissler, weil der Bundesschnitt sagt -54%. Und in Hessen sind es -27%. Sie sehen aber durchaus, ich möchte Ihnen jetzt nicht die Brandenburger Zahlen vorhalten, wir sehen, dass sozusagen die Rahmenbedingungen an dieser Stelle schlechter werden und dass es insgesamt aber schon darauf ankommt, was man vor Ort an Verantwortung wahrnimmt. Deswegen werden wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter darum kämpfen, dass an dieser Stelle auch die Windkraft im Binnenland weiter eine Chance hat und dass wir, was die Sonderausschreibungen angeht, Handlungen der Bundesregierung erleben. Und natürlich noch einmal, es geht um die Verknüpfung von Stromerzeugung, Speicherung und Verbrauch. Es geht um die Sektorkopplung, weil, Herr Rock, und Sie wissen das ja besser, und deswegen ärgert es mich ehrlich gesagt, wenn es jemand besser weiß und es immer wieder sagt, dass das Problem des CO2-Ausstoßes in Deutschland nicht der Strombereich ist in den letzten Jahren, da ist er nämlich rückläufig, sondern dass es der Verkehrsbereich ist. Das ist die spannende Frage, um die es in den nächsten Jahren ebenfalls gehen muss. Da wäre ich
immer noch, wie gesagt, ich glaube ja an die Vernunft und ich glaube sozusagen an die Fakten, wäre es gut, wenn wir jenseits der Ideologie uns gemeinsam Gedanken machen können, Stichwort Kohlekommission, da ist das gelungen, wie uns das an dieser Stelle als Gesellschaft, jedenfalls die in der Gesellschaft, die an Lösungen interessiert sind, auch gelingt. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Wir starten in die zweite Runde. Zu Wort hat sich gemeldet der Abgeordnete Rock von den Freien Demokraten. 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin ja jetzt noch einmal persönlich vom Minister aufgefordert worden, hier ein paar Worte zu sagen. Das nehme ich entgegen. Ich folge ja manchmal Ihren Anregungen. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen auch einmal zurückgeben. Sie sind ja jemand, der hier gerne Lehren erteilt, der gerne mit dem Finger auf andere deutet und immer eine Weisheit hat, wie es woanders noch schlechter ist als in Hessen. Sie finden immer noch ein Bundesland, wo es noch schlechter ist als Hessen. Das finde ich ja echt super. Aber irgendwann am Ende der Legislaturperiode, glaube ich, kommen Sie auch da an Ihre Grenzen. Da werden Sie wahrscheinlich keins mehr finden, wenn Sie Ihre Politik so weiter betreiben, Herr Al-Wazir. Ich bin auch ein bisschen überrascht, auch so über die Mehrheit, die diese Landesregierung trägt. Sie sind wirklich nur ganz knapp dem Regierungswechsel entgangen. Also knapper geht es nicht. Es geht nicht knapper. Und ich habe es ja vorhin Frau Funke schon einmal gesagt, weil Frau Funke sich in Odenwald erbittert gegen Windkraftanlagen positioniert hat, dürfen Sie hier sitzen, Herr Al-Wazir. Das müssen Sie doch auch einmal in den Kopf kriegen. Das müssen Sie auch einmal verstehen. Und dann müssen Sie auch einmal verstehen, Herr Al-Wazir, dass da etwas aus Ihrer Politik für folgen könnte, dass Sie diese Erkenntnis auch einmal politisch umsetzen. Und wenn Sie diesen Kohlekompromiss oder diese Kohlekommission so loben, diese Kohlekommission hat eine gesamte Volkswirtschaft, ein ganzes Land zu NIMBYs erklärt. Das war früher einmal ein Lieblingsbegriff von Ihnen, not in my backyard. Ja? Also eine ganze Volkswirtschaft, ein ganzes Land zu NIMBYs erklärt. Weil jetzt künftig die Kohlekraftwerke eben nicht mehr in Deutschland stehen, sondern die stehen woanders und produzieren da CO2. Das ist Ihre Lösung, Ihre nachhaltige Lösung für Energiepolitik in Europa. Und das wird nicht funktionieren. Das wissen Sie ganz genau. Und wo aus 20, 30, 40 oder in 100 Jahren mein Strom herkommt, ich kann es nicht beschwören, dass ich es weiß. Ich glaube, er wird nicht aus Windrädern nachts kommen und aus Solaranlagen nachts kommen. Ich glaube das nicht. Er kommt vielleicht aus großen Speicheranlagen, die irgendeiner entwickelt hat oder sonst was. Aber er wird nicht aus dieser Energiewende kommen, die Sie hier beschreiben. Und wenn Sie lernfähig sind, was Sie hier sagen, dann sage ich es noch einmal. Sie haben hier lange geredet, über 10 Minuten. Sie dürfen ja länger reden. Sie haben über 10 Minuten geredet, und Sie haben keine einzige konkrete Zahl zu den Leistungen der Landesregierung gesagt. Außer Ihre 2 Windrädchen. Keine einzige konkrete Zahl. Ich habe Ihnen vorgehalten, in dem Antrag der Koalition steht die Sanierungsoffensive. Totalversagen. Da haben Sie einmal 3% gesagt. Sie sagen 2,5%. Ihre Leute hier sagen jetzt 2%. Wir liegen bei 0,99% im langjährigen Mittel in Hessen. Haben Sie nichts dazu gesagt, wie Sie das erreichen wollen? Kein Ton. Sie haben nichts zur CO2-freien Landesverwaltung gesagt. Sie kommen jetzt wieder mit den Autos. Sie wissen genau, im Autoverkehr haben wir in den letzten 10, 15 Jahren 30% CO2 eingespart. 30% wurden im Mobilitätssektor eingespart. Das wird hier ignoriert. Ja, und was machen Sie? Sie bekämpfen den Diesel. Sie wissen genau, 20% weniger CO2-Ausstoß durch Dieselfahrzeuge im Schnitt. Sie bekämpfen den Diesel. Dann erzählen Sie uns, wir sollen vernünftig sein. Wir haben jetzt 20 Jahre EEG hinter uns, 20 Jahre EEG, das zu einer Fehlallokation im Energiesektor geführt hat. Warum laufen die ältesten Braunkohlekraftwerke Volllast? Das ist die Konsequenz Ihrer Politik, grüner Politik. Jetzt sagen Sie, Mist, ich korrigiere nicht meine Politik, sondern ich schalte jetzt per Gesetz die Kohlekraftwerke ab und lasse sie im Ausland weiterlaufen und sagt, das wäre etwas fürs Klima. Bei mir zu Hause ist ja alles schön sauber, den Dreck hat eben ein anderer, und das Weltklima wird auch nicht besser. Und das wollen Sie tatsächlich hier verkaufen. Damit werden Sie scheitern. Sie waren knapp vorbei am Scheitern, lieber Herr Al-Wazir. Sie sitzen hier auf Bewährung, eine ganz knappe Bewährung.
Wir werden das immer wieder zur Sprache bringen. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Leider habe ich noch nicht den Anschein, dass es so ist. Ich werde Sie daran erinnern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rock. – Als Nächster hat sich der Abg. Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als ich vorhin behauptete, dass unsere hiesigen GRÜNEN vielleicht ein bisschen weniger auf Kriegsfuß mit den Grundrechenarten und den Naturgesetzen stehen, da habe ich mich möglicherweise ein bisschen weit vorgewagt nach dem gerade Gehörten. Das muss ich vielleicht noch einmal überdenken. Nach allem, was wir hier gehört haben, muss man doch eigentlich zu dem Ergebnis kommen, die Energiewende ist bereits gescheitert. Das haben nur noch nicht alle gemerkt. Es gibt den schönen Begriff der normativen Kraft des Faktischen. Und die wird auch hier erbarmungslos zuschlagen. Und sie wird über kurz oder lang der Energiewende einfach den Stecker ziehen, um im Bild zu bleiben. Und wenn wir da z.B. die Aussage von Svenja Schulte uns betrachten, immerhin Bundesumweltministerin, dass der Kohlekompromiss keine steigenden Strompreise zur Folge haben wird, dann lohnt es sich doch noch nicht einmal darüber zu diskutieren. Das ist eben genau die Ideologie, die ja zu Recht von mehreren anderen Rednern auch kritisiert wurde. So, und auf der anderen Seite muss man doch mal auch anerkennen, dass Deutschland die selbstgesteckten Klimaziele deutlich verfehlt. Und das ist doppelt gravierend, denn es werden immer zunächst die tief hängenden Früchte geerntet. So, aber gerade jetzt in der Anfangsphase der Energiewende ist es ja kaum gelungen, signifikante CO2-Einsparungen zu erzielen. Was macht Sie glauben, dass Sie zukünftig unter den Bedingungen des Quasi-Naturgesetzes des abnehmenden Grenznutzens, dass es dann besser werden wird? Der Netzentwicklungsplan 2030 ist diese Woche erschienen. Da stehen 52 Milliarden € am Preisschild dran. Und das soll keinen Einfluss auf die Stromkosten haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also wenn das keine Ideologie ist, dann weiß ich es auch nicht. Der Kollege von der CDU hat ja auch vehement die Ideologiefreiheit in dieser Diskussion eingefordert. Ich fürchte nur, da werden Sie in der eigenen Partei auch eine Menge zu tun haben, diese Einzelforderung umzusetzen. Ich meine, immerhin hatten Sie ja auch die 10-H-Regelung im Wahlprogramm. In den Koalitionsvertrag hat es die leider nicht geschafft. Vielleicht war das ja ein gewisses Aufkeimen energiepolitischer Vernunft innerhalb der CDU. Aber vielleicht war es auch eher wieder das normale Verhalten der CDU. Sie hat sich wieder einmal als Machtmaschine gezeigt. Ja, man verspricht den bürgerlichen Wählern, was sie hören wollen. Und dann nach der Wahl ist schnurzegal, Hauptsache Machterhalt. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wer für die Strategiefindung in der CDU verantwortlich ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein Erfolgsmodell ist. Und das kann man auch an dem hessischen Wahlergebnis ablesen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die CDU dem Weg der anderen ehemaligen Volkspartei folgen wird. Die SPD eilt nämlich bei den Wahlen von einem politischen Nahtoderlebnis zum nächsten. Und das mit sehr gutem Grund. Ja, meine Damen und Herren, die SPD hat es in den letzten Jahrzehnten regelmäßig geschafft, die elementaren Interessen der kleinen Leute völlig zu missachten, um nicht sogar zu sagen, mit Füßen zu treten und zu verraten. Deswegen treten die Wähler konsequenterweise die Flucht an. Die CDU hat das Gleiche mit den Konservativen und Bürgerlichen getan. Der einzige Unterschied, warum die CDU bisher besser dasteht, ist, dass bis vor kurzem der arme Wähler zur Logik des kleineren Übels verurteilt war, weil er schlicht keine ernstzunehmende Alternative im bürgerlichen Lager hatte. Aber, meine Damen und Herren, diese Alternative für Deutschland ist jetzt da. Wir sind da. Danke schön. Als Nächster hat sich Kollegin Wissler zum Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich komme mal wieder zurück zum Thema. Herr Minister, Sie haben ja
darauf hingewiesen, dass wir in allen Bundesländern einfach ein Problem haben, dass die Energiewende ausgebremst wird. Da will ich Ihnen auch ausdrücklich recht geben, dass wir das Problem haben, dass auf Bundesebene Entscheidungen getroffen wurden, die den Ausbau der erneuerbaren Energien gebremst haben. Das sind natürlich die ganzen Verschlechterungen, die ins EEG reingekommen sind. Ob das die Ausschreibungspflicht ist, was natürlich gerade für die kleinen Energiegenossenschaften ein riesiges Problem ist, ob das die Deckelungen sind, ob das all die Verschlechterungen sind, die eben in den letzten Jahren ins EEG reingekommen sind, finde ich übrigens interessant, weil all die Parteien, die sonst immer davon sprechen, dass Investoren Sicherheit brauchen und dass, wenn man in etwas investiert, dass die Rahmenbedingungen stabil sein müssen, dass das genau die Parteien sind, die permanent das EEG verändert haben und damit eine Unsicherheit geschaffen haben im Bereich der erneuerbaren Energien, dass eben kleine Energiegenossenschaften überhaupt nicht mehr wussten, ob sie überhaupt noch investieren können und ob es sich überhaupt noch lohnt, Windkraftanlagen zu errichten. Von daher haben Sie recht, dass es diese Verschlechterungen im EEG gibt. Ich will Sie nur daran erinnern, weil Sie mich ja auch immer freundlich auf solche Dinge hinweisen, dass es natürlich Ihr Koalitionspartner war, der auf der Bundesebene maßgeblich daran beteiligt war, das EEG zu verschlechtern und damit die Energiewende auszubremsen. Nur weil Sie es gerne so darstellen, als sei das Sigmar Gabriel als Alleinherrscher gewesen. Also, ich meine, da war die Union natürlich auch maßgeblich daran beteiligt. Das heißt, die Probleme, die wir heute in Hessen haben, hat Ihr Koalitionspartner auf Bundesebene mit verursacht. Und auf Landesebene. Wir fordern von der Landesregierung, dass sie klare Konzepte entwickelt, hier in Hessen die große Menge importierten Kohlestroms, wie der ersetzt werden kann, wie der eingespart werden soll. Und dazu brauchen wir Konzepte. Dazu muss man darüber diskutieren, welche Stellschrauben hier gedreht werden können. Also, Sie hätten ja z.B. die Frage der Mindestwindgeschwindigkeiten, die ja gerade in Südhessen den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Ausbau der Windkraftanlagen verhindert. An vielen Orten. Also die Frage der Mindestwindgeschwindigkeiten könnten Sie ja wieder ändern, die damals ein FDP-Minister in den Entwicklungsplan mit reingeschrieben hat. Dazu gehört aber auch, dass CDU-Politiker und erst recht Mitglieder der Landesregierung in ihren Wahlkreisen nicht den Ausbau der Windkraft bekämpfen. Ne, Herr Beuth, wie Sie das da gerne tun. Ja, also gegen jedes Windrad zu polemisieren, hier im Landtag für die erneuerbaren Energien und für die Energiewende stimmen und dann nach Hause fahren und gegen Windräder polemisieren. So geht das natürlich auch nicht, Herr Al-Wazir. Und da würde ich mir auch einmal deutliche Worte von Ihnen wünschen. Ich sage auch einmal, Herr Rock, schön, dass Sie mir noch einmal das Stichwort geben. Wer keine Windräder will, der muss halt auch irgendwann einmal die Frage beantworten, woher denn bitte der Strom und die Energie kommen soll. Was wollen wir? Wollen wir aus der Steckdose, sagt Herr Hahn. Ja, das ist, ich habe befürchtet, dass das Ihr Konzept ist. Konzept. Aber wollen wir zurück zur Atom? Wollen wir die Kohle immer weiterführen? Also die Frage ist doch gar nicht, ob wir auf erneuerbare Energien umsteigen, sondern überhaupt nur wann. Weil das die konventionellen Energien, dass die Primärenergieträger endlich sind, das wissen wir doch alle. Also die Frage ist doch gar nicht, steigen wir aus der Kohle aus oder nicht, sondern die Frage ist nur, wann steigen wir aus der Kohle aus und wie viel machen wir bis dahin noch kaputt für die kommenden Generationen. Und dann gerade eine Partei, die dann immer für Generationengerechtigkeit argumentiert, wenn es um die Schuldenbremse geht, was ich ja noch nie verstanden habe, an der Stelle wollen Sie, haben Sie mit Generationen, ja, ich habe nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, dass man den nachkommenden Generationen eine marode Infrastruktur vererbt. Aber gerade wenn Sie von Generationengerechtigkeit reden, dann sollten Sie einmal überlegen, was wir den Kindern und Kindeskindern antun, wenn wir ihnen einen Planeten vererben, auf dem sie nicht mehr leben können, auf dem es Extremwetterereignisse gibt und Überschwemmungen gibt, wenn der Klimawandel so voranschreitet. Da würde ich mir wünschen, dass die FDP einmal die Generationengerechtigkeit entdeckt und sagt, natürlich müssen wir raus aus der Kohle, weil man den Kindern und Kindeskindern einen lebenswerten Planeten vererben muss, meine Damen und Herren. Und deshalb ist das doch alles, auch wenn dann entdeckt wird, der Rotmilan und der Waldschutz, ja, also wenn dann der Artenschutz und der Umweltschutz noch ins Feld geführt wird gegen die Energiewende. Ja, Klimaschutz ist Artenschutz, Klimaschutz ist Umweltschutz, weil wenn es nicht gelingt, den Klimawandel aufzuhalten, dann brauchen wir über Artenvielfalt und Umweltschutz überhaupt nicht mehr zu reden. Und deswegen kann man das nicht gegeneinander ausspielen, sondern das ist elementar. Und natürlich
hat die erneuerbaren Energien eben nicht die Probleme, dass man sie endlagern muss über hunderttausende Jahre hinweg. Und sie haben nicht das Problem, dass sie nicht einfach wieder zurückgebaut werden können. Und deshalb finde ich, wer die Energiewende bekämpft, der muss dann auch irgendwann einmal sagen, welche Energieträger er eigentlich will und wie er dafür sorgen will, dass ein energieintensives Land wie Deutschland überhaupt mit Strom und Energie versorgt werden soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir die Debatte im Wirtschaftsausschuss fortführen. Bevor ich in der Tagesordnung weitermache, möchte ich gerne auf der Tribüne unseren ehemaligen Landtagspräsidenten, Herrn Staatsacher, begrüßen. Herzlich willkommen. Applaus.